So Leute, willkommen zurück, da sind wir wieder und ihr seht, wir haben waffenmäßig etwas aufrüsten müssen. Also wir haben jetzt wieder unsere gute alte, den guten alten Riddler. Denn, wenn wir jetzt auf diesen Gang rausgehen, werden wir auf ein paar Gude treffen, die es ganz schön faustig hinter den Ohren haben. Und da muss ich leider etwas vor, ja, sorgen. Werde jetzt auch hier ins Treppenhaus gehen. Einfach bloß. Weil ihr seht, die halten schon ordentlich was aus. Und da kommt jetzt noch einiges. Ihr seht das. So. Erstmal. Nee, das ist doof. Das ist nämlich gar nicht so leicht, weil er. Okay. Moment, wie machen wir das? Er kriegt in den Kopf. Das ist Schwabi. Schwabi haben wir ja beim letzten Mal schon kennengelernt. Schwabi ist so ein Unsympath. Was das? Oh, 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 oh. Ihr seht es. Schwabi tut uns auch richtig doll weh. Da muss man dann halt auch mal. Was ich eigentlich nicht so gern mache. Sterben. Da hilft das beste Stimpack nichts. Wenn Schwabi kommt, da sind wir nichts. Gut. Gleich weiter nach einer kurzen Ladepause. Holy moly, wie gehen wir denn da jetzt an die Nummer ran? Haben wir da irgendwas, was wir hier so und so, ne? Hier, gleich mal das Bein weg. Au. Und heilen. Direkt heilen. Hier so mit, und so, genau. Nimm das! Alter. So. Jetzt reicht's für ihn von den Action Points her schon mal. Hoffe ich. So. Da ist Schwabi. Schwabi, Schwab, Schwab. Seine Schwabbeligkeit. So. Und jetzt probieren wir's. Da haben wir schon mal Zeit gewonnen. Nein! Ja, super. Alter. Ich komme. Nick, ich komme. Gehen mir aber auch auf den Kranz. Uiuiuiui. Erstmal Steampunk wieder reinhauen. Uiuiuiui. Also haben wir lange nicht auftrumpfen müssen hier. Eieieiei. Direkt Blutdruck. Das Spiel wehrt sich auf einmal. Entsetzlich. Was ist eigentlich aus ja. Leuchti? Und noch wichtiger, gab es ja nicht sogar noch einen legendären? Oder war das einfach bloß die, die haben alle so viel Kohle hier, das ist schon krass. Geht. Gut.
Zumindest ihn haben wir auch noch gekriegt. Das ist schon mal gut. Noch mehr Gegner müssen echt nicht sein. Also, Tarhaber bis jetzt, Leute. Von der Herausforderung her auf jeden Fall jetzt über dem, sagen wir mal, normalen Ödland. Ich speichere auch direkt mal. Einfach bloß, um den Sieg zu zelebrieren. So, und jetzt geht's auch schon wieder runter. Na, mal schauen, was es da gibt. Lieber erstmal schauen, es ist halt auch etwas, schwierig zu eruieren, ob die dann immer hier so tot sind oder gleich aufstehen. Aber sie sehen recht verschieden aus. Also verschieden im Sinne von verstorben aus. Oh, und hier haben wir die Klippe. Ah ja, da ist der Automat, den wir auch schon von draußen, glaube ich, gehört hatten. Dieser Aufzug führt zum exklusiven Teil des Hotels. Du solltest dich freuen, dass sie dich überhaupt reinlassen. Okay. Wenn der Aufzug dann noch geht, Leute. Lass mir die Vase klauen. Und dann heißt es mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Achso, und nachladen. Nick? Valentine! Geht doch! Ja, bist du wieder durch die Dachluke geklettert. Dafür sind aber lang gefahren. Tschüss. Hallo? Hallo? Ich hatte irgendwie einen herzlicheren. Also hier unten ist es nicht viel. Wir haben zwar weiße Fläche, also relativ weiß für die Verhältnisse des Ödlands. Hagnerbox, Kochmütze, Kartoffelchips, Schanker. Okay. Willst du dir eine Sammlung aufbauen, oder was? Hast du ein Witzebuch gekauft, oder was? So, Feuerlöscher. Okay, na dann. Wort 118. Ei, gucke da. Na dann. Tu mal Bipboy dran machen, Junge. Walter Remote Access. Aha. Jetzt geht's los, Leute. Willkommen in Vault 118, Ihrem Heim in der Ferne und unter der Erde. Sind Sie der angeforderte Detektiv? Ja, ich bin der Detektiv. Oh, Gott sei Dank. Lassen Sie mich die Tür für Sie öffnen. Was auch sonst. Sieht alles sehr schick und nobel hier aus. Vault 118, welcome home. Es war an der Zeit, dass die Polizei jemanden schickt, um der Sache nachzugehen. Wir haben viele wichtige Gäste, die sehr besorgt sind. Reden wir erstmal über meine Belohnung. Na schön. Sehen Sie das als Vorschuss an. Ach so. Okay. Also Sie haben uns scheinbar vor einer ganzen Weile angefordert. Sie sind wieder am Tatort. Wissen Sie nicht,
dass Sie die Beweise vernichten. Sie sollten besser mitkommen. Nochmal schauen, wo der uns jetzt hinführt. Was zum Teufel machst du da eigentlich? Das ist ein Tatort. Siehst du das nicht? Diese Pracht, diese Kunstfertigkeit. Was zum Teufel ist eigentlich los mit dir? Entschuldigung. Ezra, du hast dich selbst übertroffen. Das ist dein Meisterstück. In seinem Tod liegt mehr Emotion als im gesamten Leben der meisten Menschen. Unser Freund ist tot, Avida. Was ist mit deinem Anstand? Ich sage doch nur, dass er den Anstand hatte, mit einem Knall abzutreten. Es gibt nichts Schlimmeres als einen langweiligen Tod. Das ist das für dich. Hör auf, Aufmerksamkeit bin krank. Ich erhebe meine Stimme nur ungern. Aber der Detektiv ist hier und wird sofort die Ermittlungen aufnehmen. Bitte bleiben Sie in Ihren Zimmern, bis der Detektiv sich den Tatort angesehen und mit Ihnen gesprochen hat. Ah ja. Suchen Sie am Tatort nach Hinweisen. Und wenn Sie bereit sind, können wir das auch tun. Sie können auch die Gäste befragen. Allerdings hat Ihre Sicherheit oberste Priorität. Beschuldigen Sie also nur jemanden, wenn Sie handfeste Beweise haben. Na dann. Da sind Sie ja wieder. Gibt es sonst noch etwas? Eure Gäste sind Roboter? Keine Roboter. Nicht so ganz. Ich glaube, der richtige Begriff lautet Robohirn. Vor dem Krieg beschlossen die Gäste, ihre Gehirne in Roboterrümpfe zu legen, bis alles vorbei ist. Gibt es sonst noch etwas? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich schätze, Sie sollten herausfinden, wie er gestorben ist. Prüfen Sie dann, wer die Mittel dazu und ein Motiv hatte. Haben Sie genug Beweise gefunden, müssen Sie den Mörder stellen. Gibt es sonst noch etwas? Naja. Erzähl mir was über das Opfer. Mr. Ezra Parker war der Eigentümer und Finanzier des Hotels. Er hatte weltweit Erfahrung im Management von Investitionsprojekten. Er hatte die Idee, unsere wichtigsten Gäste zu Investoren für den Vault-Teil des Hotels zu machen. Er hat mit Vault-Tec gearbeitet, um beim Bau ihre gesamten Vorgaben erfüllen zu können. Gibt es sonst noch etwas? Ne. Egal. Ich bin hier, mir ist die Vault direkt unsympathisch. Aber sowas von. So. Ist das Blut? Der Hirnbehälter wurde wohl eingeschlagen. Nett. Der Zaunbrecher ignoriert 30% der Schaden und Energieresistenz des Ziels. Ha ja. Kann ich dir was abnehmen? Ein Baseballschläger. Was macht der denn hier? Bin ich jetzt direkt überladen? Das ist ja nicht so optimal, ne? Aber der Nick kann ja noch. Der ist ja hier. Ganz gut dabei. Okay. Also mit einem Baseballschläger wurde die Scheibe also keine Ahnung, das Hirnaquarium zerstört. Also muss es jemand gewesen sein mit Händen. Gut, jetzt haben alle dort Hände. Ich weiß nicht, ob so eine Protektorenwache das ordentlich schwingen kann. So. Ja, aufmerksam zu. Da sind sie ja wieder. Gibt es sonst noch etwas? Ich habe die Mordwaffe gefunden. Oh nein, das ist der Schläger aus Mr. McKinneys Film. Ist er vielleicht auch involviert? Ich kann mir nicht vorstellen, dass er so etwas tun würde. Gibt es sonst noch etwas?
egal. Ich bin hier, falls Sie mich brauchen. Na dann, Kath McKinney heißt unser nächstes Ziel. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir eine Person finden. Unterrichtszimmer. Oh, das ist alles noch überstehlen hier. Das möchte man natürlich nicht. Ich schütze und diene. Wieso hast du es getan, hm? Er hatte etwas Besseres verdient. Hältst du mich für dumm? Ich hab gemerkt, wie er dich angesehen hat. Willst du etwas sagen, da war nichts? So war das nicht. Wir waren nur Freunde. Er hat mir nur ein-, zweimal bei Problemen geholfen. Ich kann doch nicht wie ein Trottel zusehen, während er sich an mein bestes Mädchen ranmacht. Aber jetzt haben wir die Polizei am Hals. Was machen wir jetzt? Komm mit mir. Lassen wir diese finstere Stadt hinter uns. Wir könnten morgen schon in Buenos Aires sein. Oh, das würde ich nur zu gern glauben. Aber sie werden uns niemals gehen lassen. Dann bringen wir es eben hier zu Ende. Ich habe für jeden von uns eine Waffe. Nein, 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 nein. Der Text lautet, dann bringen wir es eben hier zu Ende. Zwei Liebende zusammen und für jeden eine Kugel. Ach, verdammt. Warum kann ich mir die Stelle nie merken? Vergiss es. Ich kann das jetzt nicht mehr. Na gut, dann gehe ich zum Strand. Sehr schön. Hallo, wie kann ich dir helfen? Hast du Fragen zum Fall? Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Es ist ganz klar, Santiago. Er sieht sich immer wieder den Tatort an. Ich habe deinen Baseballschläger am Tatort gefunden. Weißt du, wie er dorthin gekommen ist? Jemand versucht, mir den Mord in die Schuhe zu schieben. Wahrscheinlich Santiago. Du hast ihn ja am Tatort rumschleichen sehen. Mhm. Worüber hast du mit Gilda gesprochen, als ich reinkam? Hm? Oh, wir haben nur eine Szene geprobt. Keine Sorge. Vielleicht später. Okay. Sag mir, wie ich helfen kann. Ah ja, okay. Das ist alles skurril. Warum ist dann ein Bett? Müssen Roboter schlafen? Das finde ich aber unsinnig. Und zwar ganz schön sogar. Wie viele Leute kriegt man da wohl rein? Was ist denn hier? Pilotenoutfit? Irgendwelche Schauwaffen. Eine Schaufel. Eine Schaufel. Okay. Schaukissen. Hm. Sowas wie ein Museum? Ja. Ziemlich sicher. Perfekt. Hahaha. Now we are talking. Wahrscheinlich mein Zimmer hier sogar. Und mit einem Aufseherschlüssel kann man bestimmt sich die Überwachungsbänder anschauen. Geht es hier irgendwo hin, wo? Okay, mit ihm können wir nicht sprechen. Aber wir können schauen. Okay, hier haben wir die Nahrungsversorgung. Oh. Das dürfen wir. Warum? Du. Ha, ja. Wartung und nix. So inspiriert habe ich mich das letzte Mal gefühlt, als die Sicherheit eine Maulwurfsratte durch die Gänge gejagt hat. Mhm. Über 200 Jahre leben und dann puff, Ende. Was für eine.
alles ein bisschen mysteriös. Also ich finde die Idee von der Vault finde ich grandios. Mal wieder. Aber natürlich wieder. Ach, das ist der Künstler. So inspiriert. Ja, sieh an. Wenn das mal nicht der lange Arm des Gesetzes ist, bist du ein Anhänger der schönen Künste? Ruft dich die grausame Muse an ihre Brust? Kunst ist Leben. Ohne sie sind wir nicht mehr als Tiere. Vielleicht. Wenn wir nicht mehr sind als Bewusstsein, das in einem Körper aus Fleisch oder Metall lebt, dann ist die Kunst die einzig wahre Verbindung zur Welt. Komm mit mir. Ich befürchte, er will uns töten. Sag mir, wie spricht dich das hier an? Es geht um Zusammensetzung. Die Balance zwischen Farben und Gefühlen. Der Kampf im Innern Frieden zu finden. Oh ja. Das war das letzte Bild einer Porträtreihe von Gilda. Nummer 1378. Ihre Gefühlswelt überlagert das Porträt. Die Realität des Subjekts ist verzerrt, da das Ego versucht, sich zu projizieren. Hier lang. Aha. Und was sagst du zu diesem Bild hier? Das ist der Krieg. Überall Bomben. Kein oben oder unten. Die Welt steht Kopf. Ich schätze, auf gewisse Weise ist das so. Kunst formt die Welt. Und die Welt formt die Kunst. Die Kunst muss daher ständig durch kontextbezogene und historische Betrachtung wiedergeboren werden. Wir alle müssen aszendieren. Geht er denn nur hin? Haut er ab? Oh, ein Katzenbild! Und was ist mit dem hier? Und bitte sei ehrlich, denn ohne Ehrlichkeit ist Kunst nicht mehr als Politik. Ach, wir probieren's, kommt. Das ist eine Metapher. Ein junges Wesen kämpft mit Ideen, die es nicht verstehen kann. Interessant. Der Geist findet Bedeutung, wo keine sein sollte. So hatte ich das noch nicht gesehen. Um ganz ehrlich zu sein, ist das mein meistverkauftes Werk. Ich habe die Reihe natürlich unter einem Pseudonym veröffentlicht. Mit dieser Reihe habe ich mehr verdient als mit meinen richtigen Werken. Dabei sollte das Ganze nur ein Scherz werden. Was sagt das über den Wert der Kunst für den einfachen Mann aus, hm? Ah, der Kunstliebhaber. Hier, um mein neuestes Werk zu sehen? Erzähl mir von dir. Was gibt es da groß zu sagen? Ich bin einer der größten Künstler der Welt. Ich arbeite vornehmlich mit Ölfarbe, habe aber auch schon Skulpturen und Performancekunst gemacht. Stellt euch den mal vor, wie er tanzt. Hast du dir Gedanken über den Mord gemacht? Du solltest dir Juliana Riggs anschauen. Diese Banausen kann Kunst nicht mal von ihren eigenen Exkrementen unterscheiden. Sie und Ezra hatten vor kurzem einen recht heftigen Streit. Man konnte ihre schrillen Schreie durchs ganze Hotel hören. Worüber haben sich Juliana und Ezra gestritten? Keine Ahnung. Ich habe gemalt und versucht, es auszublenden. Gilda hat sie aber bestimmt gehört. Vielleicht solltest du sie mal fragen. Ich glaube, du solltest erläutern, warum du immer wieder an den Tatort zurückkehrst. Zur Inspiration. Den anderen gefällt der Gedanke nicht. Doch selbst wir sterben irgendwann. Wie Prometheus Fackel entfachte sie mir das Feuer, um in der Zeit, die ich habe, möglichst viel Kunst zu schaffen. Anscheinend hast du Gilda ziemlich oft gemalt. Warum sie? Unsere Gilda ist sie. Einzigartig.
Erkennst du nicht die Lebensfreude in ihr? Nie habe ich jemanden getroffen, der sich so an das Leben klammert und so im Moment ist. Ich muss zugeben, eine Zeit lang war ich in sie vernarrt. Mhm. Du bist immer noch in Gilda verliebt, oder? Und wenn schon, was geht dich das an? Sie verdient jemanden, der ihre vergängliche Schönheit erkennt. Nicht diesen groben Schauspieler. Oh. Vielleicht später. Gut, ich hoffe, meine Gemälde können deinen Geist für neue Möglichkeiten öffnen. Na, seht ihr, Leute. Da haben wir doch die ersten zwei Suspekte schon mal gehabt. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal schauen wir dann mal, wen wir noch so befragen können. Aber wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Und bis dahin verabschiede ich mich und sage erst einmal, bis denn dann aus Vault 180.